Hallo zusammen, grüß euch alle miteinander und herzlich willkommen bei Hör wie grillt. Vor ein paar Wochen hat mich ein Zuschauer angeschrieben und hat gesagt, ob ich nicht einmal eine Lasagne machen kann. Und jetzt ist soweit. Ich habe zwar keine klassische gemacht, sondern eine Barbecue-Lasagne, inspiriert von meinem Freund von Micha von Grill Junkie. Ich verlinke euch unten dann seinen Kanal, der hat einen super Kanal. Und ich habe da die Hörbeversion draus gemacht. Linsal, da für mich, da schau her. Und so schaut die aus. Mit jede Menge Glück an knusprigen Becken, der Käse schön zerronnen und knusprig, also Weltklasse. Wenn ihr wissen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran, Freunde. Was brauchen wir jetzt alles für unsere Barbecue-Lasagne? Da haben wir eine Auflaufform, Pizzakäse. Gemischtes Hack, am Bacon, gewürfelte Tomaten, Toastbrot, Knobi, eine Zwiebel, eine Paprika, zum Würzen nehmen wir Smoking Zeus von Ankerkraut, ein Brett und ein scharfes Messer, wie der Klausi so schön sagt. Ja, und natürlich eine Pfanne mit Öl und ein Griller. So, wir werden jetzt einmal das Faschierte anresten, den Zwiebel, den Paprika und die Tomaten, den Knoblauch und dann werden wir unsere Lasagne bauen. So, jetzt kommt einmal unsere Zwiebel da. Eine mittlere Zwiebel. Ein bisschen anbisschen. Haha, das riecht schon. So, dann unseren Paprika. Die habe ich einfach gern. Muss man natürlich nicht. Aber es soll ja ein bisschen bunt sein. Ne? Und was Gesundes dabei sein, ne? Weil jetzt sagen ja die gescheiten Experten, Fleisch ist ja so wahnsinnig schlecht und seltsam. So, jetzt geben wir unser Hack rein. Da passiert das immer bei uns so. Das Papier, das brauchen wir natürlich nicht. Dann jetzt unser Knobi. Alles raus, ne? Kann heute nichts zu verschenken. Jetzt werden wir mal würzen. Jetzt werden wir mit Smoking Zeus. Heftig, dass ein bisschen ein Geschmack drinnen ist. Ne? Oh. Das reicht. Ha, das hat einen Duft auch. Und jetzt geben wir dann unsere Tomaten dazu, der Paradeise. So, die Sizzlesonne ist jetzt abgedreht. Wir lassen es jetzt ein bisschen köcheln und werden jetzt einmal unsere Auflaufform mit Bacon auslegen. Das ist fertig. Das lassen wir jetzt dann ein bisschen abkühlen und dann werden wir die Lasagne fertig bauen. Wir schneiden jetzt einmal die Ränder da ab von unserem Toastbrot. Aber wisst ihr, nicht wegschmeißen. Das kann man auch für Knödel verwenden, das lässt man trocknen. Zack. Und da auch. So, das werden wir jetzt einmal ein bisschen platt rollen. Hier bei den Bacon Rolls. Einfach auflegen. Einmal. Also geht schon. Umdrehen. Und das passt schon. Das machen wir mit den anderen jetzt auch. Und dann sehen wir sie wieder. So, das Ganze wird jetzt da mit Bacon ausgelegt. Ja, mit Bacon schmeckt ja bekanntlich alles besser. Einmal so und einmal so. Alles rundherum und dann werden wir die Brote und unser Haschiertes raus. Wir sind ausgelegt und jetzt kommen unsere Brotis. Und da kommt jetzt das Faschierte, nicht? Statt den Nudelblättern nehmen wir sowas. So, jetzt da kommt unser Haschiertes, da werden wir jetzt die Hälfte drauf geben.
herrlich, wie das riecht. Jetzt natürlich Käse. Dann noch eine Schicht. Den Rest. Fast ein bisschen, es geht sich schon aus. Mit gutem Willen geht alles. Hm? So. Käse. Und die letzte Schicht. Unsere Toastbrötchen. Passt ein bisschen zu wenig, aber ich hoffe dann einfach nicht mehr. Das macht nichts, weil jetzt haben wir da unseren Bacon. Mit dem muss man das jetzt verschließen. Ne? Das Ganze kommt jetzt dann in Napoleon. Bei circa 160 bis 180 Grad. Und das lassen wir so circa 3/4 Stunde, wenn wir sehen. Da geben wir noch ein bisschen einen Käse drauf. Dann. Die Lasagne, die steht am Grill. Unsere Barbecue-Lasagne. Der mittlere brennt es aus, der rechte und der linke ist an. Die sind ganz niedrig gedreht. Das geht sich aus, wenn man die ganz runter dreht, dann hält der ca. 160, 180 Grad der Grill. Und jetzt warten wir mal eine halbe Stunde und dann schauen wir noch. Ja, nach ca. 35 Minuten schaut unsere Barbecue-Lasagne so aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen was von meiner Lieblings-Barbecue-Sauce draufgegeben und etwas Käse. Jetzt werden wir dann hinten den Backburner starten, damit der Bacon und der Käse das schön knusprig wird. Und in ca. 10-15 Minuten sind wir fertig und können essen. Bis dann, Freunde. So, nach ca. 8 Minuten werden wir die einmal ein bisschen umdrehen, denn man sieht schon, wie schön knusprig der Speck da wird. Dass wir das von der anderen Seite natürlich auch so zusammenkriegen. Werden wir das da drehen und lassen es noch ca. 8 bis 10 Minuten. Und dann werden wir zum Essen anfangen. Bis dann. Ja, wir sind am Ziel angelangt. Da schaut euch das an. Leicht angebräunt, gell? So wie es gehört. Ich werde euch jetzt ein Tellerbild machen und dann werden wir ein Fazit abgeben. Ja, Freunde, so schaut das Ergebnis aus. Ich sage euch, der Speck knusprig und das jetzt werden wir mal verkosten. Herrlich schaut das aus. Ach, schön knusprig und riechen tut es. Also, allererste Sahne. Der knusprige Speck, das Toastbrot dazu, ist einmal was anderes. Eine andere Version von der Lasagne, halt eine Barbecue-Lasagne. Ich glaube, das war halt wieder eine ganz liebe Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar, ich antworte jeden. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert, damit ihr keine Folge mehr versäumt. Ich sage euch nur mehr, tschüss, Papa und